Ich bin Maria von More Raw Food und heute möchte ich dir mal erzählen, was Minimalismus für mich bedeutet. Ich habe ja schon so ein paar Videos über Minimalismus gemacht und die verlinke ich dir auch mal unten in der Videobeschreibung. Mein aktuelles, wie ich noch meinen Kleiderschrank aussortiert habe und wie wir durch die ganze Wohnung durchgegangen sind, das verlinke ich dir auch mit in der Videobeschreibung. Und daraufhin, also vor allen Dingen bei dem Video mit Laurella, wo ich über dieses Minimalismus beim Spielzeug gesprochen habe, bekomme ich ganz viele Kommentare über Minimalismus, dass über die ich mich auch sehr freue. Also ich will nochmal Danke sagen für alle Kommentare, weil ich freue mich da super riesig drüber. Die Sache ist, dass ich jetzt von teilweise auch, ich glaube, ich habe bestimmt von 3, 4 Schülern auch gehört, die dann so gesagt haben, die das Video geguckt haben, so 16, 17, 13-Jährige. Und ich freue mich total über diese Kommentare, wie gesagt. Und habe dieses Kommentar bekommen, dass sie eben so ein bisschen warnen, dass eben Laurella später in der Schule nicht gehänselt wird, weil sie gewisse Sachen nicht hat. Und deswegen möchte ich jetzt aktuell zu dem Thema noch ein Video machen. Und zwar Minimalismus hat nichts in meinem Sinne, das ist ja nur meine Meinung, damit zu tun, dass man jetzt gar nichts hat oder dass man jetzt armselig ist oder nur das Billigste kaufen soll. Das ist Minimalismus in meinen Augen nicht. Minimalismus ist, mit wenigen Dingen glücklich zu sein. Diese wenigen Dinge können aber und sollten vor allen Dingen auch in meinen Augen hochwertig sein, damit man nicht ständig was Neues kaufen muss. Damit es wirklich auch langlebig ist und wir die Ressourcen der Umwelt wirklich optimal nutzen. Und ich bekomme nämlich sehr oft den Kommentar, ja, na was denn, du holst dir ja da so einen Hochleistungsmixer oder einen teuren Entsafter und das nennst du dann Minimalismus. Ja, das nenne ich Minimalismus, weil ich kaufe mir einen Entsafter und den habe ich dann auch wirklich ganz, ganz lange. Und das ist für mich Minimalismus. Und zu dem Thema mit Laurella zum Beispiel, wenn jetzt Laurella später in der Schule den Wunsch äußern sollte, dass sie jetzt irgendein paar Turnschuhe von Nike oder Adidas oder von welcher Firma auch immer haben möchte, um dazu zu gehören, dann kann sie das auch haben. Nur sie kann nicht 20 Paar haben. Oder alles, was sie, also wenn die Wünsche unendlich sind, dann werde ich ihr nicht alles kaufen, sondern ich werde sie, und ich denke, das wird sie auch merken, dass wir ja auch mit wenigen Dingen glücklich sind. Und ich möchte auch darauf hinarbeiten, dass ich eher ihr Selbstbewusstsein und ihr Selbstvertrauen stärke und nicht, also dass sie dann auch da wirklich gegen ankämpfen kann und sagen kann, du, ich bin aber nicht meine Sachen, ich bin viel mehr als meine Sachen. Und da eben wirklich auch standhalten kann und dann da nicht zum Außenseiter wird, weil sie in sich drin stark ist. Aber wie auch gesagt, also das hat nichts damit zu tun, dass ich ihr dann nur irgendwelche schlumpigen Sachen anziehen will. Und es gibt auch in Secondhand-Laden sehr, sehr schöne, hochwertige, auch teilweise noch fast neue Sachen. Und damit kann man auch viel machen. Also das hat für mich nichts mit Minderwertigkeit zu tun. Und auch nochmal zu dem Kommentar, dass ich ihr eben keine Wünsche erfülle, weil ich eben auch dieses Video gemacht habe, zu Weihnachten gibt es keine Geschenke. Ganz einfach deswegen, weil sie das jetzt noch nicht versteht. Aber wenn sie auch ja dann im späteren Alter Wünsche wirklich äußert und sagt, sie wünscht sich jetzt irgendwas, vielleicht irgendein Spiel oder wenn sie gerne bastelt, dann kaufe ich natürlich da auch Bastelsachen und die können dann auch ruhig Geld kosten. Also das ist nicht so, dass es geizig ist, das hat nichts mit Geiz zu tun, sondern wirklich sich bewusst dafür entscheiden, was kaufe ich und wofür investiere ich mein Geld und nicht einfach alles der Nase lang kaufen, nur weil man mal gerade spontan den Einfall oder einen Wunsch hat. Und ich mache das dann auch selber immer für mich persönlich so, dass selbst wenn ich jetzt auch in Läden gehe, das ist ja nicht so, dass ich dann nicht inspiriert werde, mir auch was Schönes zu kaufen, Klamotten oder irgendwelche Geräte oder sonst irgendwie was. Aber ich mache es dann immer so, ich gehe dann erst nochmal nach Hause, schlafe eine Nacht drüber und überlege wirklich, habe ich diesen Bedarf wirklich, möchte ich das wirklich haben, brauche ich das? Und wenn der Bedarf verschwindet, dann war es wirklich nur so eine Inspiration und es verfliegt dann wieder. Und dann bin ich auch glücklich, dass ich da wieder stehen konnte. So mache ich das und so versuche ich das dann eben auch mit Laurella zu machen. Wenn sie dann immer und immer wieder sagt, sie möchte das gerne haben, weil das hatte ich als Kind auch, dass ich eben gewisse Schuhe haben wollte und die dann nicht gekriegt habe oder sehr traurig war, wenn ich sie nicht gekriegt habe und die wollte ich wirklich. Und da denke ich aber schon, dass ich da unterscheiden kann bei Laurella. Also ich erfülle ihr schon Wünsche und ich finde es auch ganz wichtig, dass man Wünsche hat und die auch erfüllt werden. Nur nicht eben jede spontane Eingebung.
Deswegen, Minimalismus hat für mich nichts mit Geiz oder mit armselig zu tun, sondern wirklich mit wenigen und für mich in meinen Augen hochwertigen Dingen glücklich zu sein. Aber jetzt möchte ich mal von dir wissen, was ist Minimalismus für dich? Wie siehst du das? Lebst du überhaupt nach Minimalismus? Hinterlass mir doch mal gerne einen Kommentar. Ich freue mich da schon so auf die Diskussion, die da eventuell kommen, weil ich finde, da haben sehr, sehr viele eine unterschiedliche Auffassung. Also lass uns einfach mal ein bisschen darüber chit-chatten. Und ja, dann werde ich mir jetzt mal einen grünen Saft schmecken lassen. Vielleicht eine Drachenfrucht von der Goro-Drogerie. Und freue mich auf deine Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne ein Like. Abonniere gerne kostenlos den Kanal. Und dann sage ich bis ganz bald. Lass es trocken. Maria.